Jo, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. Und ja, ich würde sagen, wir wollen mal ein bisschen erstmal Geld verdienen, ne? Das wäre nicht verkehrt. Profis, dies und das. Hauptsache klassische Ära, ja. Okay. Dann haben wir noch einen schönen 911er. Gucken, ob wir da was. Ducktail, ne? Genau. Hat er nämlich nicht drin, ne? Standardmotorhaube. Jawohl, ja. Ja. Stoßstangen-Upgrade 4, 1, 2, 3. Wie auch immer. Slicks drauf. Ja, ich nehme mal die normalen Reifen, besser ist das. Joa. Oder bietet sich dann noch was anderes an? Eher nicht, ne? Der war ja nämlich schon goldene Ära. Ja. Na gut. Ab auf die Piste. Kohle verdienen. Mal schauen hier. Hoffentlich geht mein Lenkrad jetzt auch. Weil ich das eben vergessen hatte anzuschließen und das Spiel schon gestartet hatte. Aber das sieht gut aus. 3, 2, 1, los! Alles rockstable hier. Wollen wir uns mal ein bisschen Moneten verdienen hier? Gibt meine Bremse denn überhaupt? Ja. Fühlte sich gerade ein bisschen komisch an. Aber ja, die geht. Wer ist denn da so weit vor mir? Wieso ist der Spider so gut? Speedmäßig. Würde ich mein Tuning vielleicht ein bisschen nachfeilen? Ich weiß es nicht, oder? Ja, ich krieg ihn ja. No. Entschuldigt. Ja, irgendwo habe ich die Bremse drin in meiner Kiste. Der zieht an mir davon, ne? Mal gucken, ob ich nur mit meiner Fahrweise kriege. Alleine nur das. Was fährt er da? Und vor allen Dingen, wie fährt er es? Sind sogar drei vor mir, ne?
kann man nicht über die 200 Klamotten drüber weg, ne? War das mit dem Ducktail eventuell keine gute Idee, oder? Das ging schon mal anders, schöner. Ich hab's anscheinend doch nicht mehr so drauf, oder was? Merkwürdig. KI ganz gut, keine Ahnung. Spider 911er. Du bist auf dem vierten Platz. Estaga, okay. Hab ich den verkehrten Wagen, was? Mal schauen. Ja, keine Schäden, das ist ja schon mal gut. Einen S besitze ich gar nicht, ne? Nur goldene Ära. Okay. Gut, da ich einen Coupé besitze, möchte ich gerne einen Targa haben. Macht ja Sinn. Kostet aber wieder Kohle. Nicht so toll. Das ist der Nachteil jetzt. Na gut. Und es fehlt ihm noch an einigen Teilen, ne? Naja. Na gut, Vergaser für normale Leistung hat er. Super leichte Schwungscheibe. Dip. Tja. Will ich den mal Stück für Stück hochtunen hier und dann schauen wir mal. Kann ja nicht sein, dass ich hier so ablasche. Natürlich auch ein sehr netter Einstieg jetzt hier. Nicht. Ärgert mich. Profi-Rennfederung haben wir schon. Stoßdämpfer, Leichtbauteile. Ach ja. Dann zeigt mal alles her hier. Umstrebung muss ich dann noch mal gucken. Und dann kann ich nur hoffen, dass das mal noch mal eine Ecke besser zieht hier das Ding. Sonst habe ich jetzt hier einen ganz schönen Arsch gerade. Der teilige Clique hier. Bisher eigentlich nur Minus gemacht, obwohl ich eigentlich Geld verdienen wollte. Ne? Gut, gut. Weiter geht's mit Corsica. Ja, muss ich noch weiter Clubrennen machen, um an Kohle zu kommen. Anders geht's ja nun mal nicht.
2, 1, los! Ja, der zieht jetzt einmal hier. Muss ich den anderen 911er verkaufen, weil der bringt mir dann ja nichts, soweit ich das sehe. Ist auch in Ordnung. Dürfte ja auch einen halbwegs entsprechenden Wert haben. Das wäre dann auch in Ordnung. Können wir doch schon wieder bald weitermachen. Wo wird dann ein Schuh draus? Gut. Macht das erste irgendwie doch was aus und das spätere Bau, ja? Hätte ich jetzt nicht gedacht eigentlich. Aber na gut. Machen wir hier mal ein bisschen Galle hier. Woran liegt es jetzt im Endeffekt? Ist das eine Beschleunigungssache oder? 2. fahre ich das Ding nochmal mit dem Wagen. Die erste Strecke und dann wird man sehen, ob sich das ähnlich verhält oder anders. Mehr machen wie Kurven schneiden und ordentlich aufs Gas drücken kann man ja nun mal nicht. Ich fahre ja schon wieder letzte Henker hier. Nein. Ärgerlich. Ah, oh, shit. Schön Schnitzer erlaubt hier. Kacke. Das ist mir aber auch noch nicht passiert an der Stelle. Ja, wartet euch, kriege ich nochmal wieder hier. Links vorbei, rechts vorbei. Junge, 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 Junge. Ja, läuft doch. Gezogen. Du hast das Rennen gewonnen. Aber keinen Rekord erzielt. Da bin ich schon zu viel mit ganz anderen Wagen gefahren anscheinend. Oder so. Ja, komm, dann gleich rein hinten dran hier. War ja. Dann schaue ich mal, ob ich den da verkaufen kann. 3, 2, 1, los! Mit Stoßstange 2 auf sich hat, würde mich auch nochmal interessieren. Ist ja anscheinend teurer wie 4. Da kommt die Reihenfolge da durcheinander bei den Tuning-Teilen. Lustigerweise.
das halt eine Bewandtnis oder ist das halt einfach nur einfach so? So? Junge. Force Feedback gleich in den Schreibtisch auseinander hier. Oh shit. Na komm schon. Ah Mann. Ich bin heute noch nicht warm. Mit dem rutschenden Arsch. Naja. Was, Junge? Ich bin ja wohl. Das gibt's doch nicht. Das lief dann jetzt wohl mal nicht so geil. Du bist auf dem dritten Platz. Naja. Du bist Dritter im Turnier. Jetzt kannst du mit dem nächsten Turnier fortfahren. Na, mal sehen. Mal eben in die Clubrennen alle reingucken, ob ich den brauche. Wenn nicht, dann verscheue ich den. Ja, aber hier geht's schon los, vor 1970, ne? Doch, da kann ich den aber fahren. Was so viel heißt wie... Oh, ich habe das noch nicht mal... Ach nee, das war ja über die Berge. Ja. Würde schon sagen. Nicht mal absolviert. Feiern jetzt hier oder was? Ah, okay, geringfügige Investitionen, ne? Verknüppel ich den mal hier für 52.000 und ab dafür. Was? Wollt ihr nicht nehmen? Dann mache ich halt 51.400. Aber das geht dann jetzt aber, oder? Ja, tut nicht weh. Ein bisschen Kohle gemacht. Gut. Ja, und dann machen wir weiter mit dem klassischen Clubrennen dann in der nächsten Folge. Moneten verdienen, weil die brauchen wir. Und ja, bis dann.